verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Einführung in die Medienpädagogik. Es ist ja immer so, ne? Zum Semesterbeginn, man hat ganz viele Fragen und ich weiß, dass alle von Ihnen, sehr viele zumindest von Ihnen, sehr viele Fragen haben, sehr viele Fragen mit dir hergebracht haben. Was ist das, diese Medienpädagogik? Was erwartet man von dieser Vorlesung und warum ist diese Medienpädagogik wichtig für mich als angehende Lehrerin, angehender Lehrer, Pädagogin, Pädagoge? Wir werden gleich feststellen, hier sitzen unterschiedliche Studiengänge. Warum sind wir dafür in der Aula? Warum kommen so viele Menschen, warum kommen so viele Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen, wenn es um die Einführung um die Medienpädagogik geht? Aber Sie haben vielleicht auch ganz praktische Fragen. Was muss man eigentlich machen für den Bausteinnachweis, also für die Studienleistung? Was muss ich machen, wenn ich eine Modulprüfung ablegen will? Wie funktioniert das mit der Klausur? Und ich habe gehört, da gibt es auch noch so ein Video-Essay. Was hat es damit auf sich? Kann ich ein Tutorium besuchen? Und wenn ja, wann findet es statt? Und so weiter und so weiter. Also ganz viele Fragen haben Sie mitgebracht. Und ich verspreche Ihnen, wir werden versuchen, heute alle diese Fragen zu klären. Alle Fragen, die wir in der großen Runde nicht klären können, wir sind beide im Anschluss auch noch da und können dann individuelle Fragen auch noch beantworten. Das heißt aber, erstmal, das ist der Deal, habe ich Fragen an Sie. Und ich nenne das meine medienpädagogische Sportstunde. Warum medienpädagogische Sportstunde? Erstens, weil Sitzen das neue Rauchen ist, das wissen Sie. Und zum Zweiten, weil es von hier vorne echt ganz lustig aussieht. Die medienpädagogische Sportstunde geht so. Ich stelle Ihnen eine Frage und wenn das auf Sie zutrifft, dann stehen Sie kurz auf. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen nervig mit den Laptops und so, Sie haben sich gerade so ein bisschen eingerichtet, aber wie gesagt, für die Gesundheit muss ein Opfer gebracht werden. Ja? Also, sind wir alle bereit? Wir legen los. Wer von Ihnen ist im ersten Semester? Ah, okay, das ist die Besonderheit des Sommersemesters, da sind nicht ganz so viele. Im Wintersemester sind fast alle aufgestanden. Wer ist von Ihnen im zweiten Semester? Ah, wir sehen, da ist der Beweis. Vielen Dank. Wer von Ihnen ist im dritten Semester? Immer Grüppchen, ne? Interessant. Wer von Ihnen ist denn im vierten Semester? Und wer von Ihnen ist im fünften und sechsten Semester? Ah, ja, prima. Und wer von Ihnen ist über siebtes Semester, achtes Semester und so weiter? Ah, wunderbar. Herzlich willkommen. Und Sie sehen, ich stehe auf. Okay, wer von Ihnen hat schon mal eine Vorlesung oder ein Seminar, muss nicht hier gewesen sein, zu medienpädagogischen Inhalten, Medienbildung, Medienpädagogik besucht? Aha, nicht so viele. Ist insofern auch normal, weil es ist ja die Einführung in die Medienpädagogik. Ja? Aber wenn ich mal nicht weiter weiß, weiß ich, wen ich fragen kann. Wer von Ihnen studiert denn Grundschullehramt? Wow. Okay. Ja. Und wer von Ihnen studiert auch Lehramt an Sonderschulen? Müssen auch einige sein. Bewältigung. Ich meine, fast immer stehen fast die gleichen auf. Ja, danke. Wer von Ihnen studiert Kultur- und Medienbildung? Die sind auch hier, aber primär im Wintersemester. Auch schade. Diesmal. Im Sommersemester niemand, im Wintersemester waren es einige mehr. Wer von Ihnen studiert Erwachsenenbildung? Auch einige dabei, sehr schön, willkommen. Und studiert jemand noch was ganz anderes, was ich jetzt nicht genannt habe?
Okay, prima. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und dann dürfen Sie sich auch schon wieder gemütlich einrichten. Wer von Ihnen, ich bräuchte drei Freiwillige, wer von Ihnen hätte kurz Zeit und Mut, hier vorne mir kurz zu helfen? Dankeschön. Einmal, zweimal und wer war vor? Der dritte Person braucht noch. Ja, wunderbar, wunderbar. Ein kleinen Applaus bitte für die drei Freiwilligen, die noch nicht wissen, was sie bekommen. Die Zeit können Sie nutzen, um sich hier vorzubewegen. Und ich erkläre Ihnen schon mal, Sie dürfen sich nochmal entspannen, kommen gleich. Und ich erkläre Ihnen und Ihnen jetzt gleich mal, worum es geht. Wunderbar, vielen Dank. Also, wir spielen Pantomime. Sie dürfen performen und Sie dürfen raten. Aber mit besonderen Regeln. Sie dürfen nicht irgendetwas darstellen, sondern ich habe hier Ihnen Zettel vorbereitet, auf denen etwas steht, was natürlich etwas mit der Veranstaltung zu tun hat. Ne? Und Sie dürfen dann raten. Sie dürfen gerne reinrufen, wenn Sie eine Idee haben, was das sein könnte. Sie sollten aber möglichst Pokerface machen, also das heißt nicht sagen, ja, ist richtig oder nee, ist falsch, sondern versuchen erst einmal weiter das darzustellen, was Sie darstellen. Und erst wenn Sie alle drei dargestellt haben, dann lösen wir auf. Dann fragen wir nochmal, wer hat das dargestellt und dann lösen wir auf. Aber Sie dürfen in der Zwischenzeit gerne reinrufen. Soweit? Fragen dazu von Ihnen? Okay. Wichtig ist natürlich, wenn ich Ihnen jetzt die Zettel gebe, weil das ist relativ groß geschrieben, dass Sie nicht die Zettel zeigen. Am besten kurz lesen, für sich lesen, irgendwo einstecken, aufessen, je nachdem, also damit Sie niemanden. Ja? So. Welche Zettel hatten Sie gern? Wer von Ihnen mag das? Ja, okay. Dann kannst du bitte vernichten. Oder wer von Ihnen mag zuerst? Ist nicht so schwer, oder? Wunderbar. Dozent, Wissenschaftler? Ja, Medieneinsatz. Medieneinsatz? Okay. Sind wir noch? Technische Probleme. Technische Probleme, okay. Techniker, okay. Vielen Dank Ihnen erstmal. Wunderbar. Wer macht weiter? Wer macht? Ja? Homeoffice. Vorbereitung. Recherche. Unterrichtsplanung. Unterrichtsplanung. Selbstzufriedenheit, ja. Okay. Dankeschön erstmal. Und der dritte Begriff.
alles live. Wer hat eine Idee? Was könnte das gewesen sein? Was ist der dritte Begriff? Medienkompetenz. Medienkompetenz, okay. Digitale Medien. Digitale Medien. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir eine Reihe von Begriffen gehört von Ihnen, die Sie erraten haben. Ich würde vorschlagen, wir lösen mal auf. Und ich frage mal der Reihe nach, welchen Begriff hatten Sie? Medienkompetenz. Medienkompetenz, okay. Welchen Begriff hatten Sie? Medienkompetenz. Und welchen Begriff hatten Sie? Dito. Medienkompetenz. Okay, vielen Dank Ihnen erstmal. Und ich habe ein kleines Dankeschön. Das ist etwas total Interessantes. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben. Das ist ein sogenanntes BUCH. Ein Buch. Das Tolle ist, da ist Text. Also man kann darin lesen, ohne dass es Akku braucht. Das heißt, es ist sogar energiespart. Und ich denke, dann nochmal einen Applaus für die beiden. Ja, Medienkompetenz. Medienkompetenz ist die Zielperspektive der Medienpädagogik. Aber tatsächlich ist Medienkompetenz mehr als das, was man vielleicht allgemeinsprachlich annehmen könnte. Nämlich könnte man ja vermuten, Medienkompetenz ist die Kompetenz, Medien zu bedienen. Und wenn Sie sich das nochmal so vor Augen führen, was wir pantomimisch darstellen konnten, was die Kommilitoninnen und Kommilitonen pantomimisch darstellen konnten, dann war da schon viel, viel Praktisches dabei. Vieles, was man eher so in dem Bereich der technischen Fähigkeiten, technischen Handlungskompetenz hat, ging viel auch um Geräte. Und tatsächlich ist das Verständnis, das allgemeine Verständnis, das viele von Medienkompetenz haben. Also die Kompetenz, Medien zu bedienen. Und dann fragt man sich natürlich, gerade wenn man wie Sie, die meisten von Ihnen wahrscheinlich mit Medien aufgewachsen sind. Es geistert sogar dieser Begriff Digital Natives manchmal durch die Welt. Vielleicht haben Sie den schon mal gehört. Also Menschen, die mit digitalen Medien aufgewachsen sind, die mit digitalen Medien ganz selbstverständlich umgehen. Würde ich für mich auch reklamieren, dass ich sehr selbstverständlich mit digitalen Medien umgehe. Auch wenn ich nicht zu der Alterskohorte der sogenannten Digital Natives gehören, wie viele von Ihnen. Trotzdem ist das, was wir wissenschaftlich mit Medienkompetenz verbinden, natürlich viel mehr als eben diese technischen Handlungskompetenzen. Sie werden erstaunt sein, was da alles dahinter steht. Und das ist ja ganz im Allgemeinen. Das ist ja häufig so im Studium, dass Sie einem Begriff begegnen, auch in der allgemeinen Pädagogik oder auch in der Psychologie, den man aus dem Alltagssprachgebrauch kennt und den man dann, wenn man hier in der Vorlesung mal darüber gesprochen hat, feststellt, welche Facetten dieser Begriff überhaupt einnehmen kann. Welche unterschiedlichen Facetten das sind. Und bei Medienkompetenz, das nehme ich mal vorweg, das spoiler ich schon mal, wird es genauso sein. Und es wird erstaunlich sein, was da alles drinsteckt. Bis hin zu Informatik, politischer Bildung, kultureller Bildung und so weiter und so weiter. All das steckt in diesem Begriff der Medienkompetenz. Ich schlage die Tür mal so und mache die Tür mal so einen ganz kleinen Spalt auf und zeige Ihnen das schon mal vorab. Das sind nur die Medienkompetenzmodelle, die innerhalb der medienpädagogischen Community in den letzten 5 Jahrzehnten entwickelt wurden. Ja, und tatsächlich 5 Jahrzehnte ist das Konzept der Medienkompetenz zumindest das Grundlegende. Aufgebaute Konzept schon alt, geht zurück auf die Habilitationsschrift von Dieter Barke, der anlehnt an dem Kompetenzmodell von Noam Chomsky und an der kommunikativen Kompetenz von Jürgen Habermas anknüpfend
etwas entwickelt hat, ein Konzept entwickelt hat, aus dem dann die Medienkompetenz entstanden ist, als Konzept, als Zielperspektive, so wie ich es gerade einleitend schon mal sagte. Es gibt noch eine weitere Zielperspektive, die nennt sich Medienbildung, und wie das alles zusammenhält, hängt, das schauen wir uns dann genauer natürlich im Rahmen der Vorlesung an. Jetzt an dieser Stelle nur einfach die Tür einen Spalt öffnen und mal zeigen, was da auf Sie zukommen kann. Und tatsächlich, dieses Konzept wird 50 Jahre alt, denn Dieter Wagner hat seine Habil 1973 geschrieben und damit ist 2023 50-jähriges Jubiläum der Medienkompetenz. Und unsere Zeitschrift Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik, eine Open Access Zeitschrift, wenn Sie mal was zur Medienpädagogik lesen wollen, etwas Sie interessiert und Sie das entsprechend weiterlesen wollen, dann gibt es eine Vielzahl von Zeitschriften. Eine deutsche Zeitschrift, da sind wir auch natürlich stolz darauf, sind die Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik, die wir rausbringen. Und da haben wir einen Call gestartet, eben zu diesen 50 Jahre Medienkompetenz. Und was bedeutet das eigentlich? Wie weit sind wir gekommen und wie weit eben noch nicht? Für Sie ist, glaube ich, die Frage viel wichtiger: okay, klingt jetzt erstmal interessant, aber was hat das Ganze mit mir als angehende Pädagogin, als angehender Lehrer zu tun? Und zwar gar nicht so wenig, um genau zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, den Bildungsplan 2016 haben Sie bestimmt schon mal reingeschaut, also zumindest die angehenden Lehrerinnen und Lehrer unter Ihnen haben da auf jeden Fall schon mal reingeschaut und haben so etwas gesehen wie die Leitperspektive. Und da gibt es eine Leitperspektive, gibt es einige Leitperspektiven, aber eine Leitperspektive ist die Leitperspektive Medienbildung. Medienbildung, habe ich gerade gesagt, ist eine ähnliche Zielperspektive wie die Medienkompetenz. Also etwas, was Sie, ja fangen wir mal, da waren ja einige Lehrer, angehende Lehrerinnen und Lehrer dabei, was heißt denn eigentlich Leitperspektive? Ja, ernsthaft? Ja. Ja, Standard setzt den Rahmen bildet. Ja, Sie sind in die richtige Richtung unterwegs, ja. Es gibt vielleicht eine Richtung vor, auf die wir das abziehen sollen. Ja, das verrät uns das Wort, genau. Sie haben, aber was bedeutet das ganz praktisch für Sie als angehende Lehrerin, Lehrer, diese Leitperspektive? Ja, Sie wissen es. Das ist quasi so ein Grundgedanke, an dem man sich immer orientieren kann. Ja, aber jetzt mal ganz praktisch. Ja, genau. Man soll dazu beitragen, im Unterricht, genau, dass die Leitperspektive erfüllt wird oder dass man ihr gerecht wird irgendwie. Ja, exakt, so ist es. Und Sie wollen ja jetzt noch? Genau, also die Unterrichtsplanung muss immer in Bezug auf die Leitperspektive sein. Also wenn ich Unterricht plane und meine Unterrichtseinheit mache, muss ich die so planen im Hinterkopf immer, dass ich auf die Leitperspektive zuschließen kann. Damit begründen kann, warum bringe ich den Kindern das gerade so, weil die es ihnen beibringen. Ganz genau. Ich fasse das nochmal zusammen, was Sie gerade gesagt haben. Eine jede Lehrerin, ein jeder Lehrer soll diese Leitperspektiven, wie zum Beispiel die Leitperspektive Medienbildung, im Rahmen seines Fachunterrichts, also Mathematik, Physik, Geografie, was auch immer Sie unterrichten, einbauen, mitdenken. Gucken einige so ein bisschen erschrocken, das ist gut. Und das ist der Grund, warum wir in der Aula sind und warum der Kreis hier ein bisschen größer ist. Weil die Idee ist tatsächlich dann, also das ist die Idee, die mit dem Bildungsplan 2016 verbunden ist, gibt da unterschiedliche Konzepte in den Bundesländern und anderen Ländern genauso. In Baden-Württemberg ist es eben so, dass die Medienbildung als fächerübergreifende Perspektive mitgedacht wird. Und damit sozusagen von jeder Lehrerin, von jedem Lehrer im jeweiligen Fach mitgedacht wird. Das ist erstmal, also inhaltlich ist das absolut sinnvoll. Aber es gibt so ein Organisationsproblem. Da haben Sie jetzt wahrscheinlich auch schon eine Idee, wie dieses Organisationsproblem aussehen könnte. Denn wenn wir hier schauen, wenn wir nur im Ländle bleiben und jetzt mal schauen in Baden-Württemberg,
an welchen Hochschulen gibt es überhaupt die Möglichkeit, Medienbildung zu studieren? Und Sie sehen alleine hier, dass die Gruppe schon ein bisschen größer ist, liegt auch daran, dass alle Pädagoginnen und Pädagogen, alle Lehrerinnen und Lehrer, die hier an der PH studieren, die Möglichkeit bekommen sollten, medienpädagogische Inhalte zu studieren. Jetzt drehen wir den Weitwinkel mal ein bisschen auf und schauen mal nicht nur ins Ländle, sondern schauen mal Gesamtdeutschland. Da haben wir mal erhoben, also da wird es einfach ein Mengenproblem. Da muss man erstmal wissen dazu, vielleicht auch eine faszinierende Zahl, wenn es um das Thema Fortbildung geht oder insgesamt dieses Organisationsproblem, das ich hier kurz skizziere. Wissen Sie, wie viele Lehrerinnen und Lehrer es in Deutschland gibt? Wer weiß es? Oder wer kann schnell googeln? Ich weiß es, ich kann es Ihnen noch sagen. Weiß ich noch? 800.000. Und schneller als Google. Und wenn Sie jetzt überlegen, eigentlich müsste ja, wenn wir diese Leitperspektive, also wenn wir diese fächerübergreifende Perspektive, die inhaltlich natürlich sinnvoll ist, ich erkläre dann auch im Laufe der Vorlesung, warum das so sinnvoll ist. Wenn wir die deutschlandweit einführen wollen, was ja auch sinnvoll ist, auch das schauen wir uns nochmal an, ob es denn sinnvoll ist, die Frage stellen wir uns. Da müsste es ja bedeuten, dass alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer, alle angehenden Pädagoginnen und Pädagogen die Möglichkeit bekommen sollten, medienpädagogische Inhalte zu studieren. Und das haben wir mal erhoben, also von etwa 400 Universitäten und Hochschulen in Deutschland, an wie vielen, schätzen Sie, kann man überhaupt Medienpädagogik studieren? Medienpädagogik, Medienwissenschaft im weitesten Sinne, also ist wirklich mal ein bisschen weiter gedacht. Was schätzen Sie? Einmal eine Schätzung, eine Zahl. Mit 200, das wären die Hälfte, ja, höre ich mehr, höre ich weniger? 50. Und genau das ist die Zahl. Also an gerade mal 50 Hochschulen ist das möglich. Also nicht die Hälfte, nicht ein Viertel, sondern sogar noch weniger. Und da sehen Sie, da kommen wir einfach an ein Organisationsproblem dieser noch so guten Idee. Klammer zu, sind Sie einfach froh, dass Sie in Ludwigsburg sind, dass Sie hier in der Aula sitzen können und entsprechend medienpädagogische Inhalte studieren. Naja, jetzt muss man natürlich noch sehen, wenn Sie jetzt schon eine genauere Vorstellung haben, worum geht es eigentlich, wenn wir zum Beispiel diese Leitperspektive verfolgen, wenn es um medienpädagogische Inhalte geht, dann ist die Frage, ist dieses Setting, was wir jetzt hier haben, so nett es ist, ne, vor Ihnen zu stehen und zu sprechen, es macht Spaß. Und natürlich über die Dinge zu sprechen, die mich interessieren. Ne? Das ist ja wunderbar, was ein Luxus. Sie hören interessiert zu, wunderbar. Ja? Aber ist das wirklich die beste Möglichkeit, um medienpädagogische Inhalte angehenden Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrern weiterzubringen? Vorlesung ist eine Möglichkeit, Begriffe zu diskutieren, Konzepte sich anzuschauen und solche Dinge. Aber eigentlich bräuchte es doch da auch ein bisschen, gerade wenn wir an Medien denken, auch ein bisschen mehr Hands-on und solche Dinge. Oder auch Austausch. Das ist zumindest ein Gedanke, der mir keine Ruhe lässt. Also so schön ich das finde, dass wir hier alle in der Aula groß zusammenkommen, aber eigentlich müsste man noch ein bisschen intensiver an diesem Thema. Es geht ja nicht nur um die großen Begriffe und die großen Konzepte, sondern wenn es darum geht, zum Beispiel Medien im Mathematikunterricht, im Geografieunterricht, im Deutschunterricht und so weiter adäquat einzusetzen, dann brauchen wir natürlich noch mehr als nur so diese etwas übergreifende Perspektive, die ich hier machen kann. Sind ja auch noch. Und dann sagen wahrscheinlich die Erwachsenenbildner sagen, na, und jetzt war so viel Schule und die Erwachsenenbildung fiel mal wieder hinten runter, wie immer hier. Kultur- und Medienbildung ist dann ähnlich. Ne? Also eigentlich müsste man doch das und ich weiß nicht, also je nachdem, wie lange Sie hier studieren, zwei Semester, einige studieren auch schon ein bisschen länger, haben wir ja gerade gesehen, begegnet Ihnen der Begriff der Vorlesung, auch in Unterscheidung zum Begriff des Seminars. Aber haben Sie sich eigentlich mal Gedanken gemacht, was der Begriff der Vorlesung eigentlich bedeutet?
Also, da liest ja wohl keiner vor. Oder doch? Also, wer hat Ahnung, worum geht es bei einer Vorlesung? Was ist die Idee einer Vorlesung? Und wofür gibt es eigentlich Vorlesungen? Tatsächlich ist es genau so, und es ist tatsächlich so, wie ich das gerade eben spaßhalber angemerkt habe, es ist tatsächlich im ursprünglichen Sinne eine Vorlesung im wahrsten Sinne des Wortes. Also genauso, wie Sie es gesagt haben, jemand liest etwas vor, eine Person, die etwas weiß, in der Regel aus ihrem, seinem Buch, und die anderen versuchen mitzuschreiben. Ja? Und tatsächlich ist deswegen dieses Bild auch ganz passend. Ein Gelehrter erzählt aus seinem Buch und eine andere Person, hier sitzt sein Schüler, tatsächlich da jetzt absichtlich nicht gegendert, weil tatsächlich waren das damals im Wesentlichen Männer, nur Männer, versucht das mitzuschreiben. Und die Idee ist dann, wenn das Buch des Schülers voll ist, ist er der Gelehrte und steht dort, wo der Gelehrte steht und liest entsprechend vor. Jetzt mal für die Spitzfindigen unter Ihnen. Zurück zur Frage, was ist eine Vorlesung? Was ist, wenn Sie das jetzt sich vor Augen führen, was ist eigentlich eine Vorlesung? Mit Lehrveranstaltung, im Sinne auch mit dem Ergebnis etwas zu lernen, hat es ja nicht unbedingt etwas zu tun, oder? Genau. Ja. Streng genommen ist die Vorlesung eine Speichertechnik. Die Vorlesung ist ein Speicher, ist eine Möglichkeit, um Informationen zu tradieren, Informationen weiterzugeben über die Zeit, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Es ist, kurz gesagt, ein Speichermedium. Und jetzt ist es aber nur so, inzwischen haben wir ja natürlich ganz andere Speichermedien. Also Sie sehen da ein paar. Und hatte Ihnen noch ein Speichermedium geschenkt, das zum Beispiel ist ein solches Speichermedium. By the way, das ist übrigens ein Buch, kann ich gleich mal rumgeben, wenn Sie wollen, das wir letztes Jahr veröffentlicht haben, in dem wir darüber nachgedacht haben. Nicht nur über die Vorlesung, sondern ganz insgesamt über Lehre nachgedacht haben. Wie kann Lehre verbessert werden? Nicht nur auch unter dem Einfluss dessen, was wir in den letzten Semestern erleben konnten, erleben mussten, erleben durften, je nachdem. Das heißt also, ein klassisches Buch ist ein Speichermedium, ist die Möglichkeit, Wissen, Informationen erst einmal, Informationen zu speichern, weiterzugeben, nicht nur von Person zu Person, sondern natürlich auch über die Zeit. Und hier sehen Sie jetzt noch ein paar weitere Speichermedien, die wir haben. Dankeschön. Einfach mal durch die Reihen gehen, das können Sie noch einschauen. Kleiner Werbeblock ist das. Speichermedien. Wir haben ganz andere Speichermedien. Hier sehen Sie ein paar. Von der Lochkarte über die CD, Speicher im Netz. Das heißt, jetzt nochmal, wenn jetzt eine Vorlesung eigentlich ein Speichermedium ist und wir inzwischen andere Speichermedien haben, auch geeignetere Speichermedien. Also Sie können sich ja vorstellen, dass
wenn jetzt hier wie in diesem Beispiel, dass dann natürlich nicht, Sie haben das gerade so schön gesagt, wir versuchen mitzuschreiben, ja, aber dass das natürlich auch den Schülern damals kaum gelungen ist, je nachdem, wie schnell der Lehrer gelesen hat. Ja. Also das heißt, durchaus könnte man vermuten, dass die Geschichte sich durchaus etwas verändert hat im Laufe dieser Tradierung. Die Speichermedien, die wir heute haben, sind da durchaus etwas sicherer, etwas zuverlässiger. Also wenn Sie ein Buch, das ist erstmal fixierter Text, der ändert sich nicht von Ausgabe zu Ausgabe. Das heißt also, wir haben zuverlässige Speichermedien, wozu brauchen wir eigentlich noch die Vorlesung? Ist zumindest mal eine Frage, die man sich stellen kann. Stellen Sie, ich spinne noch mal weiter. Ja? Also stellen Sie sich vor, ich könnte das, was ich hier Ihnen erzähle, in diesem Semester, könnte ich videografisch speichern. Also aufnehmen, auf Video. Und dann ins Netz stellen. Zum Beispiel bei YouTube. Also nur mal angenommen, das ginge. Ja? Dann hätte das den Vorteil, dass ich nicht jedes Semester das Gleiche erzählen muss. Hätte einen Vorteil für mich und hätte durchaus den einen oder anderen Vorteil für Sie. Manchmal erzähle ich vielleicht etwas sehr schnell und dann würden Sie am liebsten Pause drücken, geht aber nicht, weil ich erzähle so weiter. Ja? Auf dem Video könnten Sie dann Pause drücken. Oder Sie müssen kurz was notieren, Sie kommen mit dem Nachschreiben, Sie können mit dem Schreiben nicht, ne? Pause drücken, wunderbar, 10 Sekunden nochmal zurück, was hat er gesagt? Und so weiter. Eigentlich wäre das ja ein Vorteil. Und man hätte die wunderbare Zeit, die wir hier gemeinsam haben, die Zeit hier vor Ort, Präsenz, wie es ja manchmal heißt, ich finde das ja einen komischen Begriff, ne? Ich weiß nicht, ob Sie auch schon mal darüber nachgedacht haben, Präsenz. Also ich bin online auch relativ präsent, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also die Zeit hier vor Ort, in der wir hier gemeinsam sitzen, also eine Luxuszeit, die wir dazu nutzen könnten, nicht nur das anzuhören, was ich mehr oder weniger jedes Semester erzähle, sondern uns darüber auszutauschen. Wie Sie es verstanden haben, vielleicht auch weiter zu diskutieren. Also da gibt es so viel zu diskutieren in der Medienpädagogik. Da passiert unglaublich viel in der Gesellschaft gerade. Ich weiß nicht, ob Sie die ganzen Diskussionen auch um KI in der Bildung, natürlich kriegen Sie das mit, und ChatGPT und so weiter, haben Sie alles mitbekommen. Da gibt es sehr viel, womit man sich nochmal intensiver beschäftigen könnte, nochmal weiterdenken könnte. Was bedeutet das für das Bildungssystem? Was bedeutet das für die Schule der Zukunft? Was bedeutet das für Hochschulen? Was bedeutet das bis hin auch sogar für unseren Bildungsbegriff eigentlich, wenn wir... Ja, also verstehen Sie? Das heißt, irgendwie wäre es doch viel netter, statt Ihnen immer dasselbe zu erzählen, es Ihnen einmal zu erzählen, dann ins Netz zu stellen. Sie gucken sich das an. Und dann treffen wir uns hier im Wesentlichen darum, um weiterzudenken und weiter zu erzählen, weiter zu diskutieren, Fragen zu stellen und so weiter. Naja, und ich dachte mir, machen wir es doch einfach mal. Probieren wir es. Und das ist genau die Idee. Das heißt, die Vorlesung mal anders zu interpretieren, nämlich im Sinne einer lerntheoretisch und einer mediendidaktisch wertvollen Veranstaltung. Denn mal die Frage also jetzt mal wieder für den Spitzfindigen, beziehungsweise diejenigen, die in der Psychologie schon weiter sind, lerntheoretisch gesehen, was ist der Vorteil des Austauschs? Also wenn wir eben nicht nur in der Vorlesung, hier in der Vorlesung sitzen und Sie hören zu, sondern Sie bekommen die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen. Was ist der Vorteil, also aus lerntheoretischer Perspektive? Man lernt nichts Falsches durch die Wiederholung oder durch den Austausch mit Kommilitonen. Weiß man, ob es vielleicht Verständnisprobleme gab zum Beispiel, und da konnte man es
ein guter Punkt, denn die gibt es immer. Verständnisprobleme gibt es immer und man stellt dadurch sicher, durch die Rückfragen ist es genauso angekommen. Für mich ist es übrigens genauso hilfreich, ich stelle Ihnen gleich das kluge Fragenkonzept vor, da ist ja noch ein bisschen mehr zu erzählen. Für mich ist das eine gute Rückmeldung auch, was muss ich vielleicht nochmal anders erklären, denn wenn viele von Ihnen das so verstanden haben, beispielsweise, wie ich es mir nicht gewünscht hätte, dann ist es Zeichen für mich. Hast du irgendwas erklärt, was man so nicht versteht? Ja. Also in beide Richtungen wird das. Und Sie wollten noch ergänzen? Ich wollte sagen, verankert sich das als Gedächtnis. Also man lernt, merkt sich das Wissen besser, wenn man sich darüber austauscht. Dann gibt es halt Verschlüsselungen im Gehirn, Schubladen, wo man das zusortieren kann. Und es ist halt auch präsenter und bleibt länger vor. Genau, ja. Da gibt es unzählige Studien dazu, die immer wieder bestätigen, je intensiver man sich mit einem Lerngegenstand beschäftigt und der Austausch darüber gehört eben zu einer intensiven Beschäftigung, ist sozusagen eine der Königsdisziplinen der intensiven Beschäftigung mit einem Gegenstand. Wenn man etwas selbst formulieren muss, man geht aus der Vorlesung raus und man hat so für sich den Eindruck, ich habe alles verstanden. Aber wenn man dann zu Hause gefragt wird, was war denn eigentlich, was war denn Thema, ja? Und wenn man dann versuchen muss, das nochmal in eigenen Worten zu fassen, kennen Sie wahrscheinlich diesen Effekt, dann fällt es einem schwer, das wiederum in eigenen Worten zu fassen. Das genau ist der Lernfehler. Sie kennen wahrscheinlich diese etwas, ja, das ist pseudowissenschaftliche Feststellung, wenn man so 10% dessen, was man gelesen hat, behält man sich, 30% dessen, was man gesehen hat und gehört und 90%, wenn man etwas selbst gemacht hat. Und pseudowissenschaftlich ist daran eigentlich nur, dass das mit dem Prozent nicht so genau, ne? Und das ist natürlich kontextabhängig, von der jeweiligen Person abhängig, worum geht es jetzt, welches Thema, welches Vorwissen und so weiter. Ja, Sie wissen. Aber letzten Endes haben Sie alle eine Ahnung, dass da etwas dran ist. Die Dinge, die wir selbst gemacht haben, Stichwort Handlungsorientierung, auch in Schule oder auch in der Erwachsenenbildung, ist sozusagen der Garant für ein tieferes Verständnis. Aber jetzt wollen Sie noch ergänzen. Es gibt ja auch, also wenn man zum Beispiel über Themen redet, dann kommt es ja verschiedene Meinungen und dann werden mehr Meinungen kennt, wenn man mit anderen austauscht und auch andere Sichtweisen. Ja, genau. Und jetzt leben wir natürlich in einer Welt, in der man nicht immer nur sagen kann, das ist richtig, das ist 1 und das ist 0, ja? das ist falsch, sondern tatsächlich auch bei diesem Thema, wenn es um Medienerziehung geht, geht es durchaus auch um unterschiedliche Auffassungen und nicht immer nur eine Wahrheit, nicht ganz allgemein in der Pädagogik. Übrigens auch ein ganz interessanter Begriff, finde ich, den Luhmann, Niklas Luhmann, den kennen Sie wahrscheinlich auch, haben Sie auch schon mal gehört, den Namen, geprägt hat, das sogenannte Technologiedefizit, das wir in der Pädagogik haben. Also in der Technik stellen Sie sich ein Zahnrad vor und ein zweites Zahnrad, wenn diese zueinander passen, das eine bewegt sich, dann bewegt sich das andere zwangsläufig mit. Und diese direkte Verbindung, diese mechanistische Verbindung, die gibt es natürlich nicht in der Pädagogik und damit natürlich auch nicht in der Medienpädagogik, weil das mit Menschen zu tun hat. Und insofern ist das natürlich auch, sind die unterschiedlichen Wahrnehmungen, die unterschiedlichen Auffassungen und so weiter auch durchaus etwas, wovon man lernen kann. Gerade wenn man zum Beispiel in die Erwachsenenbildung geht, wenn man in die Schule geht als Lehrerin und Lehrer. Und natürlich mit einem sehr heterogenen Umfeld, mit einem sehr heterogenen Setting dann entsprechend umgehen. Merken, ich könnte auch noch mehr zu erzählen, aber an dieser Stelle, mein Klammer zu, weil Sie haben ja noch ganz viele Fragen mitgebracht und die habe ich an dieser Stelle ja noch nicht beantwortet. Also, das heißt, die Idee ist, diese Vorlesung so aufzubauen, dass sie aus lerntheoretischer Sicht und natürlich aus mediendidaktischer Sicht Ihnen noch etwas mehr bringen kann, so die Hoffnung, als eine klassische Vorlesung. Und dazu haben wir uns folgendes Konzept ausgedacht. Das heißt also, wir möchten über die Informationsbereitstellung hinausgehen, also nämlich nicht nur hier vorlesen, Ihnen
Konzepte, Begrifflichkeiten und so weiter, alles, was es zur Medienpädagogik zu sagen gibt, weitergeben, sondern das Wissen entsprechend noch vertiefen im Rahmen von Diskussionen, im Rahmen von Weiterdenken und das im Wechsel, so erstmal die Idee, also mal gucken, ob das so, das ist ein Experiment, muss man auch so sagen, die Idee, das im Wintersemester online zu machen und im jeweiligen Sommersemester hier vor Ort. Das heißt also, jetzt im Sommersemester, Sie erhalten die Möglichkeit, sich Vorlesungsvideos aus dem letzten Semester anzuschauen, in einer Woche, und in der nächsten Woche treffen wir uns hier, genauso wie hier jetzt wieder, und sprechen darüber. Wir haben Fragen, denken weiter, diskutieren, tauschen Meinungen aus und entwickeln vielleicht den einen oder anderen Gedanken weiter. Und das alles live und in Farbe. Und in der großen Gruppe. Und mal gucken, ob es funktioniert. Online funktioniert es super. Jetzt die Frage, ob es hier tatsächlich auch in der Aula so gut funktioniert. Konkret sieht es dann so aus. Das heißt also, Sie können im wöchentlichen Wechsel, ich zeige Ihnen gleich, und bestimmt haben Sie im Moodle-Kurs das auch schon entdeckt, sich Videos in YouTube anschauen. Dort finden Sie im Moodle-Kurs finden Sie auch Literatur, also weiterführende Literatur. Wenn Sie einen Begriff nicht sofort nachvollziehen können, dann können Sie durch eigene Recherche dann in der Literatur dann weiter recherchieren. Ich gebe Ihnen auch noch Recherchetipps. Das wird gleich Inhalt des nächsten Videos sein, wenn Sie weiter dann auch recherchieren können. Parallel dazu können Sie sich im Tutorium austauschen. Also parallel zur asynchronen Woche findet das Tutorium statt. Herr Bungert stellt es Ihnen dann gleich auch noch mal kurz vor. Und in der Woche drauf treffen wir uns dann wieder hier in der Aula. Nur an einem einzigen Termin, am 10. Mai, müssen wir umziehen. Da ist die Aula hier belegt. Da treffen wir uns in einem anderen Raum, 201 dann oben. Und tauschen uns entsprechend aus. Über folgende Themen. Sehen, das ist der Zeitplan. Sieht dann so aus, also in der nächsten Woche würden Sie sich vorbereiten bezüglich Orientierung und Grundbegriffe. Parallel dazu findet dann das Tutorium statt in 1349. Gucken, ob der Raum reicht, ansonsten können wir dann hier wieder umziehen. Und dann am 26. April, also eine Woche später, wenn Sie auch Zeit haben, darüber nachzudenken, gegebenenfalls auch nochmal zu recherchieren, wenn Sie wollen, noch etwas nachzulesen, treffen wir uns hier wieder in der Aula und tauschen uns aus über die offenen Fragen, denken ein bisschen weiter. Ich habe dann ein paar Moodle-Gruppenfragen dabei, da können Sie sich austauschen. Wir werden über aktuelle Entwicklungen sprechen, die es garantiert geben wird und, und. Und dann am 3. Mai geht es dann weiter, wir sehen das heute einen Pfeil an, am 3. Mai geht es dann weiter mit Sozialisation als Einstieg und dann mit der gesellschaftlich-kulturellen Medienentwicklung weiter. Zwischendrin ist dann mal eine Exkursionswoche. Danach geht es dann weiter mit Mediensozialisation, mit Medienschutz. Lernen über Medien, lernen mit Medien. Gehe da jetzt so relativ schnell drüber weg, weil das haben Sie alles in Ihrem Moodle-Kurs. Da steht es dann entsprechend Woche für Woche. Deswegen muss ich jetzt hier keine Zeit verbrauchen. Ja, und zum Abschluss gibt es für diejenigen, die die 3 CP brauchen, noch einen extra Termin für die Posterpräsentation. Und dann ist das Semester, das Sommersemester, auch schon wieder vorüber. Das Ganze natürlich auch nochmal in der Praxis, also gerade eben nicht wieder lernen mit Medien und dann in der Praxis. Und da gibt es auch ein paar konkretere Beispiele aus, primär aus der Schule, aber die man eben auch im Bereich der Erwachsenenbildung und im Bereich der Kulturmedienbildung entsprechend auch anwenden. Ja, soweit. Und ich bin da jetzt relativ schnell durchgegangen, aber Fragen sind natürlich immer möglich. Ja, ich habe eine Frage zu den 3 CPs, was Sie gesagt haben. Da steht zum Beispiel auf dem Moodle-Kurs, steht es so, dass es für Bildungsbürgerschaft und alles andere ist. Aber auch als Lehramtsstudent könnte man die 3 CPs holen. Sie brauchen sie wahrscheinlich nicht.
Wenn Sie, ja, wenn Sie sie brauchen, dann können Sie sie bekommen. Wenn Sie sie brauchen, dann können Sie sie bekommen. Aber wenn, in diesem Modul ist es normalerweise so, wenn Sie nach der Studien- und Prüfungsordnung 2015 studieren, wenn Sie nach einer älteren Studien- und Prüfungsordnung studieren, dann die 3CP, dann machen Sie das genau so. Wenn Sie nach dem aktuellen studieren, nach der 2015, dann brauchen Sie die 2CP. Also der dritte Punkt zählt nicht als Evaluation, den man in den nein, da sage ich gleich noch was dazu. Okay. Wenn es da aber gerade aus den unterschiedlichen, hier kommen 9 verschiedene Studiengänge zusammen, wenn es da aus den unterschiedlichen Studiengängen noch individuelle Nachfragen gibt, und wir sind im Anschluss dieser Veranstaltung, aber auch im Anschluss jeder weiteren Austauschveranstaltung hier so lange da, bis alle individuellen Fragen beantwortet sind. Also wenn da noch irgendwas individuell zu klären ist, müssen Sie nicht extra einen Termin für die Sprechstunde machen, sondern können einfach direkt danach zu mir kommen. Und alle Informationen dazu, auch zur Scheinvergabe, haben Sie wahrscheinlich schon entdeckt, finden Sie auch in den FAQs. Aufgrund dessen, dass es eine relativ große Gruppe ist, habe ich ein paar Frequently Asked Questions gesammelt in den letzten Jahren. Und da ist fast alles dabei, was an üblichen Fragen gestellt wird. Also das heißt, um uns die Arbeit ein bisschen leichter zu machen, schauen Sie immer erstmal kurz in die FAQs rein. Die sind ganz unten im Moodle-Kurs. Das meiste, was dort, das meiste, was als Fragen aufpoppt, müsste eigentlich dort beantwortet sein. Deswegen steht da nochmal ein Ausrufezeichen dabei. Ansonsten natürlich, wie ich schon sagte, Schwerpunktthemen und Termine, den ganzen Terminplan finden Sie im Moodle. Literatur- und Rechercheempfehlungen, da gibt es ja noch ein paar Videos dazu, beziehungsweise ein paar Links zu den Videos. Und die Einreichungsmöglichkeit der klugen Fragen, sage ich gleich noch ein bisschen genauer, was es ist und zum Großteil Präsentation. Genauso. Soweit an dieser Stelle und dann würde ich direkt weitermachen. Typischer Ablauf einer jeden Austauschsitzung, also der Sitzung, wenn wir uns hier wieder in der Aula treffen, wäre dann wie folgt. Ich stelle Ihnen die klugen Fragen vor. Was das genau ist, sage ich gleich. Das ist quasi zum Warmwerden hier. Und gleichzeitig auch zur Klausurvorbereitung. Also diejenigen von Ihnen, die die Klausur mitschreiben wollen, da ist das eine gute Möglichkeit, nämlich nicht nur bulimisch dann am Ende des Semesters lernen zu müssen, sondern einfach ganz entspannt über die Zeit des Semesters für die Klausur lernen, indem Sie sich immer selbst testen können, könnte ich diese Fragen jetzt beantworten. Genau das Gleiche gilt natürlich für die Moodle-Gruppenfragen, die wir dann hier diskutieren werden. Das könnten auch solche Fragen sein, die Ihnen dann später in der Klausur begegnen können. Das heißt also, man kann die durchaus schon mal während dieser Austauschveranstaltung kann man das schon mal locker üben, wenn Sie das möchten. Dann gibt es natürlich die ganze Reihe Ihrer inhaltlichen Fragen. Am Anfang des Semesters wird es auch so sein, dass noch die eine oder andere organisatorische Frage kommt. Halten Sie die nicht zurück. Für mich ist es immer ganz angenehm, die organisatorischen Fragen auch hier in der großen Runde zu klären, denn das gibt mir die Möglichkeit, nicht jeder Einzelnen und jedem Einzelnen von Ihnen eine Antwort zu geben, sondern sozusagen einmal. Und das ist immer ganz lustig, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also von hier vorne, man sieht es dann manchmal, wenn es so in einzelnen Personen so ein bisschen arbeitet und vielleicht so überlegt, kann ich mich jetzt melden, soll ich mich jetzt melden, traue ich mich, die Frage zu stellen. Dann ist die Frage draußen, und dann sehe ich von hier vorne mindestens mal 200 erleichterte Gesichter, die gleiche Frage auch stellen wollen. Ja? Und das ist natürlich der schöne, das ist natürlich der Vorteil, wenn man dann hier also eine Frage stellt und alle, die sich sonst noch interessiert, können sie gleich mit. Ja, und dann gehen wir die Diskussion und je nachdem, wie viel Zeit uns bleibt und je nachdem, wie intensiv die Diskussionen sind, schaffen wir so die ein oder andere 2, 3, 4, vielleicht auch mehr Moodle-Gruppenrunden. Fragen haben wir genug. Vielleicht haben Sie auch genug Fragen dabei, solange bis die Zeit dann vorüber ist. Und optional gibt es dann immer für diejenigen, die Interesse haben, danach noch die Ad-Hoc-Sprechstunde, also für die individuelle Anfrage. Leistungsnachweis, habe ich schon gesagt, 2CP und 3CP, weil hier so unterschiedliche Studiengänge zusammenkommen,
habe ich das so organisiert, dass es ein bisschen leichter ist für mich, dass ich nicht für jeden Studiengang, für jedes Modul eine eigene Leistung definieren muss. So ist es ganz einfach. Wenn Sie 2 CP brauchen, machen Sie dies. Wenn Sie 3 CP brauchen, machen Sie das. Und so teilt sich das dann entsprechend auf. Sie merken, das unterscheidet sich im Wesentlichen nur in dem dritten Punkt. Deswegen zeige ich Ihnen das gleich auch nochmal grafisch. Also, aktive Teilnahme gehört natürlich immer dazu, das kennen Sie von allen Veranstaltungen auch und ist natürlich umso wichtiger, wenn es nicht nur eine reine Vorlesung ist, nicht nur ein reines Absitzen der Zeit, sondern indem Sie die Möglichkeit bekommen, auch darüber sich auszutauschen. Macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man mitmacht. Ja? Und das ist ja immer so in allen Veranstaltungen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie vorbereitet sind. Das ist die Voraussetzung, das heißt, die Videos sollten Sie gesehen haben, mindestens das. Ob Sie sich mit Literatur noch zusätzlich vorbereiten müssen, das bleibt Ihnen überlassen, aber die Videos sollten Sie auf jeden Fall gesehen haben, weil sonst wissen Sie nicht, worüber wir hier halt sprechen. Und das meint natürlich auch die aktive Teilnahme. Persönliches Manuskript erzähle ich gleich und dann unterscheidet sich im Wesentlichen das mit der klugen Frage oder der Posterpräsentation. Und jetzt stelle ich Ihnen gerade die einzelnen Bausteine vor. Also aktive Teilnahme habe ich gerade schon gesagt. Also aktiv heißt erstmal da sein, das ist so die Grundvoraussetzung. Wenn Sie mal verhindert sein sollten, ganz allgemein für jede Vorlesung gilt das, Sie müssen mir keinen Attest schicken oder Ähnliches. Wir sind an der Hochschule, an der Universität, da gibt es alles auf Vertrauen. Also das heißt, wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie aus sonst irgendwelchen Gründen verhindert sein sollten, haben Sie bestimmt gute Gründe, das müssen Sie mir nicht sagen, dann einfach, ideal ist immer, wenn Sie sich bei den Kommilitoninnen und Kommilitonen informieren können, was passiert ist, oder entsprechend dann nochmal nachlesen. Aber Sie verpassen ja dadurch, durch dieses Konzept, dass Sie die Videos online schauen können und dass Sie die Möglichkeit haben, sich auch in Literatur nachzubereiten, verpassen Sie ja im Prinzip nichts. Höchstens den Austausch und da können Sie sich natürlich bei den Kommilitoninnen und Kommilitonen informieren. Und dann gehört natürlich zur aktiven Teilnahme natürlich Weiterdenken, dabei sein, mitdiskutieren. Das sagte ich ja vorhin, dann macht es halt besonders Spaß. Wenn man nicht nur dabei sitzt und nicht so richtig weiß, worum geht es eigentlich. Persönliches Manuskript. Das wird wahrscheinlich etwas sein, das die meisten von Ihnen so oder so machen. Das heißt, dann können Sie wahrscheinlich auch an diesem Punkt gleich einen Haken setzen. Wenn Sie es nicht machen sollten, dann gleich ein heißer Tipp von meiner Seite an dieser Stelle. Probieren Sie es mal. In dieser Veranstaltung sollten Sie bisher noch kein persönliches Manuskript. Ich sehe ganz viele Laptops, sehe ganz viele Tablets. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, ich sehe auch viele Stifte. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, ein persönliches Manuskript zu führen, nämlich mitzuschreiben, Stichworte sich zu machen, was ist da eigentlich passiert. Hat auch wieder den Effekt, über den wir vorhin kurz gesprochen haben, nämlich man merkt es sich nochmal anders, wenn Sie versucht haben, das mit Ihren eigenen Worten mitzuschreiben, was hier vorne gesagt wurde. In welcher Form auch immer, ob mit einem Tablet, oder auch mit dem Stift. Einige machen es auch so, die schreiben danach aus dem Gedächtnis. Funktioniert genauso gut. Nur machen Sie das, wäre mein dringender Hinweis. Denn dadurch festigt sich das Wissen nicht nur nochmal besser, sondern Sie haben, wenn es auf die Klausur zugeht, spätestens, oder auch in Zeiten danach, also ich kann Ihnen sagen, ich greife bis heute gerne auf meine Notizen zurück. Ich habe viele interessante Veranstaltungen besucht. Vorhin hörte sich das vielleicht auch so an, dass ich Vorlesungsbashing betreibe oder Ähnliches. Nein, ich habe wirklich tolle Vorlesungen besucht und habe wunderbare Skripte, wunderbare Notizen nach Hause, auf die ich heute noch gerne zugreife. Da erinnere ich mich, der hat auch damals hier und so weiter. Dann kann ich mir entsprechend die Dateien, die Notizen ziehen. Und das können Sie auch, wenn Sie ein persönliches Manuskript verfassen.
Das wird übrigens nicht benotet und müssen Sie mir übrigens zum Ende des Semesters nicht vorlegen. Also das ist kein Portfolio oder ähnliches, sondern das ist wirklich, deswegen heißt es auch persönliches Manuskript, das ist wirklich für Sie. Aber es hat in der Vergangenheit manchmal auch dazu geführt, wenn eine Person relativ häufig fehlen musste und ich dann nicht so ein gutes Gefühl hatte, den Leistungsnachweis zu geben, gab es schon Situationen, dass die Kommilitonin, der Kommilitonin mir dann sein Manuskript zeigen konnte und mit gutem Gewissen dann den Leistungsnachweis geben konnte. Also es ist auch dafür ein Vorteil. Kluge Frage. Was hat es mit dieser klugen Frage auf sich? Kluge Frage ist der Leistungsnachweis, den alle diejenigen von Ihnen erbringen sollten, die 2CP brauchen. Das sind die meisten von Ihnen, nämlich das gilt für alle Lehramtsstudiengänge, die nach der Studienordnung 2015 studieren. Das sind, glaube ich, die meisten von Ihnen. Das heißt, Sie müssen einmal bitte in der Veranstaltung eine kluge Frage einreichen. Sie dürfen gerne aber auch mehr kluge Fragen einreichen. Einreichen geht ganz einfach in Moodle. Dort gibt es ein Template, dort gibt es eine Vorlage. Da erstellen Sie dann eine kluge Frage, ergänzen entsprechend 5 kluge, genauso kluge Antworten am besten, reichen diese ein und die werden dann vom Tutor und von mir gesichtet und dann in der Folgeveranstaltung, also dann in der Woche drauf, nach der asynchronen Veranstaltung, also das heißt, Sie gucken sich die Videos an, notieren sich dazu Fragen, die klügste Frage reichen Sie in Moodle ein und in der Woche drauf treffen wir uns ja wieder hier in der Aula und da lese ich Ihnen dann die klügsten der klugen Fragen vor. Üblicherweise ist es so, dass dann pro Woche etwa 50 Fragen eingereicht werden und wir suchen dann die klügsten der klugen Fragen raus. Das sind dann so in der Regel so zwischen 7 und 14, je nachdem, wie klug die Fragen eben sind. Und die beantworten wir hier dann kollaborativ. Das heißt, ich werde Ihnen nicht die richtige Antwort verraten, sondern Sie dürfen abstimmen, was die richtige Antwort ist. Hat den Vorteil, wir können die Frage eventuell in der Klausur verwenden. Hat für Sie den Vorteil, Sie können schon ein bisschen trainieren, könnten sich selbst schon testen. Könnte ich die Frage beantworten, wenn mir eine solche Frage in der Klausur gestellt wird? Hat für mich den Vorteil, ich sehe, was müssen wir vielleicht nochmal diskutieren, muss ich nochmal ein bisschen genauer erklären, was hatten Sie noch nicht, also was ist entsprechend noch nicht so gut verstanden worden, weil nämlich die Meinung sehr gut sehr auseinandergeht. Vielleicht ist es aber auch eine Frage, über die man sprechen muss. Also, all das ist möglich und das gibt uns dieses Konzept der klugen Fragen. Wichtig ist nur, dass Sie die kluge Frage dann bis spätestens Freitag nach der asynchronen Sitzung, dass wir übers Wochenende die Fragen sichten können, sonst klappt es einfach zeitlich nicht, dass am nächsten Mittwoch dann die klugen Fragen wieder hier sind. Das heißt also, diejenigen, die kluge Fragen einreichen, erstellen eine Frage mit 5 Antwortmöglichkeiten. Denken Sie bitte daran, die Frage ist nur dann wirklich klug, wenn sie auch entsprechend anspruchsvoll ist und wenn sie so einfach zu beantworten ist, dass jeder sie einfach so beantworten kann, dann ist es keine kluge Frage und dann können wir die Frage natürlich nicht in der Klausur verwenden und dann wird es sich auch nicht lohnen, sie hier zu diskutieren. Insofern, also wenn sie zu einfach ist, fällt sie durch. Wenn die Antworten nicht so richtig passen, wenn die Antworten beispielsweise, wenn mehrere Antworten korrekt wären, dann würden wir die Frage auch nicht auswählen oder wir müssten sie umformulieren. Wenn es wenige Fragen sind, machen wir das manchmal. Also das heißt, achten Sie darauf, dass Ihre Frage möglichst präzise ist, möglichst anspruchsvoll ist und das Gleiche natürlich entsprechend für die Antworten. Und da das Single-Choice-Fragen sind, sollte möglichst eine Antwort richtig sein und 4 Antworten dann nicht richtig. Und noch eine Bitte, nach Möglichkeit nicht so banal nicht richtig, dass wir sie von vornherein wieder aussortieren müssen, weil jeder weiß, was dann die richtige Antwort ist. Und dann noch
eine Kleinigkeit in 3 bis 5 Sätzen kurz begründen, warum eine Antwort richtig ist und die anderen Antworten falsch. Und das dann entsprechend nach Ihrer persönlichen Vorbereitung in Moodle hochladen und dann abwarten, ob Ihre Frage in der nächsten Woche ausgewählt wird. Wenn Ihre Frage in der nächsten Woche ausgewählt wird, dann würden Sie gerne auf die Schulter klopfen, weil dann gehört sie zu den klügsten Fragen, der klugen Fragen. Und es gab auch schon einige, die gesagt haben, ich möchte die Klausur gestalten und ich möchte, wie auch so kleine Wetten laufen hatten, ich möchte jedes Mal dabei sein bei den klügsten der klugen Fragen. Also es nimmt Ihnen niemand, wenn Sie wollen, also auch diejenigen, die 3 CP brauchen, einfach mehrere kluge Fragen einzureichen. Wir kommen damit klar. Also das heißt, wenn Sie nur eine einreichen wollen, können Sie eine einreichen. Denken Sie bitte daran, dass Sie eine einreichen, denn das ist ein Teil Ihres Leistungsnachweises, also für die Studienleistung 3 CP. Aber wenn Sie mehr einreichen wollen und Spaß dabei haben, gerne, dann gerne mehrere kluge Fragen. So sieht das dann, könnte das dann praktisch aussehen. Welche Aussage zum Begriff der Medienorganisation ist richtig, können Sie jetzt wahrscheinlich nicht beantworten, weil wir so weit ja noch nicht sind, aber so mal ein Praxisbeispiel. Und dann natürlich noch 3 bis 5 Sätze, warum die eine Antwort Ihres Erachtens richtig ist. Und damit sich das ein bisschen besser verteilt, Sie haben es vielleicht auch schon im Plan, im Moodle, in dem Terminplan gewundert, was hat es mit dem A, B, C und so weiter auf sich, mit dem ersten Anfangsbuchstaben des Nachnamens. Damit sich das ein bisschen besser verteilt, haben wir das aufgeteilt, dass diejenigen, deren Nachname mit einem A, einem B, einem C oder einem D beginnt, bitte bis Freitag, den 21. April einreichen sollten, also dann schon nach der nächsten asynchronen Sitzung, nächsten Mittwoch, 19. asynchrone Sitzung. Klammer auf, Sie können natürlich das Video vorher oder später schauen. Ne? Das bleibt Ihnen überlassen. Und dann aber spätestens am Freitag einreichen, wenn Sie die klugen Fragen einreichen sollen. Und wenn Ihr Nachname mit einem E, einem F, einem G oder einem H beginnt, dann am 5. Mai und so weiter und so geht es durch. Und da die restlichen Daten finden Sie entsprechend im Moodle-Kurs, beziehungsweise ich erinnere Sie hier auch immer bei den Austauschveranstaltungen, welche Gruppe als nächstes ist. Da können Sie im Prinzip nichts vergessen. Eine dringende Bitte noch, da die Gruppe nicht so klein ist, ist es für uns viel leichter, wenn Sie die Frage bitte nur in Moodle hochladen, weil dann wird es automatisch gezählt. Wenn Sie uns die per Mail senden, dann müssen wir das, geht dann so durcheinander. Also sicherer Weg, einfach in Moodle hochladen. Dann ist es an der richtigen Stelle. Und auch ein Klassiker, wenn Sie es noch verpasst haben sollten, Sie sind krank oder sonst anderweitig verhindert, kein Ding, einfach dann zum nächsten Mal einreichen. Nur dann eben zum aktuellen Thema. Also wäre es ja auch wieder, es passt nicht mehr. Wer die 3 CP braucht, darf ein digitales Poster vorbereiten und es entsprechend vorstellen am 19. Juli in 5 sportlichen Minuten. Und das sagt im Prinzip alles, also gerne in der Teilgruppe arbeiten, Sie können aber auch alleine arbeiten und dann in Moodle, auch da gibt es ein paar Hinweise in den FAQs in Moodle und auch da gibt es eine Möglichkeit in Moodle dann Gruppen einzutragen, damit wir wissen, wer am 19. alles präsentieren möchte. Sieht dann so aus, klassischerweise, weil man ist mal einfach kreativer, wenn man in einer Zweiergruppe arbeitet oder in einer Dreiergruppe, aber Sie dürfen gerne auch alleine arbeiten. Das Ergebnis ist dann eine gut lesbare Präsentationsfolie, eine Folie mit einer Fragestellung und die Sie dann entsprechend präsentieren. Etwas, was schon angeklungen ist, ist der Inklusionspunkt. Sie sehen, der ist durchgestrichen. Ja, ich mache das deswegen nicht, weil wir tatsächlich keine Zeit haben, über
das Thema so intensiv zu sprechen, dass es einen weiteren Punkt rechtfertigen würde. Sie erhalten ja für diese Veranstaltung als Bausteinvergütung 2 CP und Sie kennen das ja auch mit dem CP, was den Workload betrifft und so weiter. Und einen weiteren CP zu vergeben für den Inklusionspunkt würde bedeuten, dass 50% des Inhalts zu Inklusionsthemen eingebaut werden müsste. Und das passt leider einfach nicht in die Einführung in die Medienförderung. Es gibt zwar viele Anknüpfungspunkte, sehr viele. Sie werden das sehen, auch wenn wir uns genauer unterhalten über die Möglichkeiten, Lehren und Lernen mit Medien in der Schule zum Beispiel, welche Möglichkeiten Medien auch bieten, Umgang mit Heterogenität. Gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, aber eben für einen weiteren Punkt wäre es zu wenig und dann würde es diesen Punkt ad absurdum führen, wenn ich dafür den Punkt quasi verschenken würde. Und deswegen mache ich das nicht. Bitte um Ihr Verständnis. Es gibt durchaus die eine oder andere Veranstaltung, in der Sie den Punkt ganz ehrlich auch erwerben können und das ist dann sinnvoll. Zu den Modulabschlussprüfungen, Sie merken Mehrzahl, alle diejenigen von Ihnen, die Interesse an einer Modulabschlussprüfung haben, einer semesterbegleitenden, haben hier natürlich auch die Möglichkeit, Sie haben die Wahl, Sie dürfen aussuchen, ob Sie gerne eine Klausur schreiben möchten oder gerne ein Video-Essay abgeben. Die Klausur wird es voraussichtlich in diesem Semester das letzte Mal geben. Das Video-Essay wird wahrscheinlich die Prüfungsform der nächsten Semester werden. Aber Sie haben den Luxus, Sie dürfen sich das noch aussuchen. Das heißt, Sie dürfen entweder die Klausur schreiben oder ein Video-Essay abgeben. Ich zeige Ihnen mal kurz beides, dass Sie so einen besseren Einblick bekommen, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht erübrigt sich dann die Frage. Oder wollen Sie es stellen an dieser Stelle? Es war theoretisch nur auf die Video-Essays auch über 50 begrenzte Plätze hat oder ob wir da unendlich viele Plätze haben. Ja, wenn wir unendliche Kapazität, Sie müssten jetzt das Gesicht von Herrn Bungert sehen. Der stellt sich gleich vor, der hat gerade ein bisschen erschrocken geschaut bei den 150, weil sowohl die Klausur als auch die Video-Essays sind in der Vorkorrektur und in der Korrektur ganz schön viel Arbeit. Und wenn wir da unendlich viele Plätze hätten, dann gehen wir beide irgendwann noch doch. Also das schaffen wir nicht. Also die sind in den 150 Plätzen drin quasi. Ja, dazu kann ich Ihnen sagen, wir hatten im letzten Semester. Hatte ich diese Zahl auch dort stehen, dann wollten unbedingt 175 mitschreiben bei der Klausur und zusätzlich noch 25 das Video-Essay und wir haben alle schreiben lassen. Also es funktioniert dann doch. Also wir versuchen dann doch jeden Wunsch zu erfüllen, aber so als grobe Richtlinie bitte nicht nehmen, weil es gibt natürlich auch andere Veranstaltungen, in denen Sie die Berufsprüfung auch abbilden. Und vor allem, was ein ganz wichtiger Hinweis ist für diejenigen, die noch nicht genau wissen, schreibe ich jetzt die Klausur mit oder nicht, ganz wichtiger Hinweis, wenn es Ihnen nur um die 2 CP geht oder die 3 CP, also die Bausteinvergütung, dann müssen Sie kein Video-Essay abgeben und keine Klausur mitschreiben. Also das heißt, die Modulprüfung ist nur nochmal ein Extra zu dem über die Bausteinvergütung. Also das ist... Und nennt sich eigentlich auch Modulabschlussprüfung, das heißt, wenn Sie im Modul erst begonnen haben zu studieren, dann ist es auch nicht unbedingt zu empfehlen, auch jetzt schon die Modulabschlussprüfung zu schreiben, denn Sie haben die Module ja noch gar nicht so intensiv studiert. Also insofern nochmal zum Nachdenken und Sie müssen sich auch jetzt noch nicht entscheiden, das heißt, die Anmeldung findet sowieso erst ab Mitte Juni bis Mitte Juli statt. Und da erinnere ich Sie auch nochmal an die, also auch an die Anmeldung im Laufe der Austauschveranstaltung. Und bis dahin können Sie sich in Ruhe entscheiden, ob Sie mitschreiben, welche Form Sie wählen und haben natürlich dazwischen auch nochmal Gelegenheit, im Tutorium oder auch
hier mich nochmal danach zu fragen, was es denn bedeutet, die Klausur zu schreiben oder das Video-Essay abzugeben. Hier jetzt nur in kurz, hier jetzt nur in Kurzform, damit Sie so einen Eindruck haben. Und natürlich, Sie können wahrscheinlich fast mitsprechen, gibt es natürlich auch eine FAQ dazu. Also das heißt, Sie können sich auch nochmal anschauen. Ganz viele Informationen. Aber hier in Kürze, damit alle die Informationen haben, stelle ich Ihnen kurz vor, was sich dahinter verbirgt. Es wird wahrscheinlich wieder, das meint das VFL, also voraussichtlich eine Open Book Klausur. Da muss ich immer warten, ob das okay von Seiten der Hochschulleitung, ob es wieder da ein okay gibt. Ich würde aber davon ausgehen, dass das so ist. Und es wird wieder eine Kombination aus sogenannten Single-Choice-Fragen, sagen wir auf den klugen Fragen, die Sie dann im Laufe des Semesters dann hier kennenlernen werden, und zusätzlichen offenen Fragen, die natürlich entsprechend anspruchsvoll sein müssen, weil es ja eine Open-Book-Klausur ist. Termin ist auch schon klar, voraussichtlich zumindest, und den würde ich Ihnen aber auch nochmal bestätigen, sobald es entsprechende Bestätigung dafür gibt. Dieser Termin richtet sich nach dem Klausurkalender der PH, also danach müsste es dieser 25. Juni sein, da können Sie sich dann schon mal frei halten, wenn Sie genau wissen, wie es in den Schreiben kommt. Wenn ich weiß, was eine Open-Book-Klausur ist, das meint tatsächlich genau das, was es sagt. Also, Sie dürfen alles nutzen, was Ihnen zur Verfügung steht, Open-Book eben. Und das, dadurch erklärt sich auch, dass die Fragen, gerade die offenen Fragen, möglichst anspruchsvoll formuliert sein müssen. Antwort auf die Frage, auf die offenen Fragen möglichst von Ihnen gestammt wird und nicht schnell eine Antwort gegoogelt werden kann. ChatGPT oder andere textgenerierende Möglichkeiten bieten natürlich ganz interessante Möglichkeiten, auch dort für Klausuren, gerade jetzt im Kontext von Open Book, zu faken. Streng genommen müssen Sie ja bestätigen, dass Sie nichts anderes außer den zugelassenen Hilfsmitteln verwendet haben. Insofern wäre das dann natürlich problematisch. Und da erkennen Sie auch schon, warum es, ganz ehrlich, die Klausur hat mich immer gestört, weil Klausur ist jetzt nicht unbedingt die schönste Form, mit der man medienpädagogische Inhalte abprüfen kann. Ganz allgemein auch nicht so die. Es ist eine Klausur, ist in der Regel so aus Sicht jetzt der Lehrenden, ist sozusagen. Gerade jetzt bei sehr großen Gruppen ist es häufig so ein Notbehelf, ja, dass man irgendeine Möglichkeit hat, etwas abzuprüfen. Aber sind wir mal ehrlich, auch wenn wir jetzt mit der gleichen Kritik, mit der wir vorhin auch die Vorlesung angeschaut haben, jetzt auf die Klausur schauen würden, aus pädagogischer Sicht, aus lerntheoretischer Sicht, ja, aus didaktischer Sicht, würde man sagen, mein Gott, die Klausur, oh je, was haben wir da die Jahre gemacht? Was ein Segen, das ist sowas wie ChatGPT. Das ist ein Segen, dass es so etwas wie ChatGPT gibt, dass künftig es wahrscheinlich keine Klausuren mehr gibt. Heißt, aus Ihrer Sicht war die Klausur natürlich immer auch eine easy Möglichkeit, eine Modulprüfung zu machen. Wäre das nicht Seminararbeiten und so weiter, da steckt richtig Arbeit drin. Aber jetzt mal aus einer anderen Sicht, wiederum sozusagen aus der. Wenn ich überlege, was ist mir aus meinem Studium in Erinnerung geblieben? Was sind die Dinge, von denen ich heute noch zehre? Ehrlich gesagt, ich erinnere mich an nichts, was ich in irgendeiner Klausur geschrieben habe. Aber ich erinnere mich an unglaublich anstrengende Seminararbeiten, ich erinnere mich an stressige Referate, ich erinnere mich an Diskussionen und so weiter. Also das sind doch die Dinge, die wirklich zählen. Und letzten Endes dieses Bulimie-Lernen, was da in Klausuren war, ja, wahrscheinlich ganz sinnvoll. Wir haben uns aber noch was Schöneres einfallen lassen. Also, wer noch mal genauer wissen will, was die Open-Book-Klausur ist, hier habe ich noch eine Folie für Sie, noch mal einen Hinweis. Vielleicht kennen Sie die Serie schon, Medienpädagogik im Schaukelstuhl. Wenn nicht, dann wird das vielleicht gerade schon mal der Hinweis. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr, was damit auf sich hat. Da gibt es eine Folge, in der ich erkläre, was eine Open-Book-Klausur ist. Und da gibt es natürlich auch noch ein tolles Video vom ASTA, glaube ich, was eine Open-Book-Klausur ist, aus der Corona-Zeit, dass die relativ schnell eingeführt werden. Da können Sie sich das nochmal genauer anschauen.
Aber jetzt haben wir uns was viel Schöneres einfallen lassen, gerade aus medienpädagogischer Perspektive. Ein Video-Essay und das als optionale Modulprüfung. Und das haben wir im letzten Semester erstmals einen kleinen Versuchsballon gestartet. Ich hatte gerade schon gesagt, da gab es 25 Einreichungen. Die haben wir uns angeschaut und werden wir demnächst auch noch ein bisschen genauer diskutieren. Aber ich kann schon sagen, da waren richtig tolle Einreichungen dabei. Es hat richtig Spaß gemacht. Also da waren, genauso wie ich es hier auch, zusammenfasse, ist alles möglich. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sie dürfen medienpädagogische Nachrichten machen, Sie können sich genauso vorne hinstellen wie ich und etwas referieren, Sie können einen Actionfilm machen, wir hatten Musikvideos dabei, alles mögliche. Hauptsache, das, was Sie in Bezug auf Medienpädagogik an eine Frage, ein Thema, das Ihnen hier aus der Vorlesung in Erinnerung geblieben ist, was Sie gerne nochmal reflektieren, weiter genauer bearbeiten wollen, das können Sie im Rahmen dieses Video-Essays bearbeiten. Und das entsprechend im Modulkurs einreichen. Und das wäre dann die Modulprüfung. Und der große Vorteil, das kann auch ChatGPT nicht, beziehungsweise es gibt ja bildgenerierende Tools, die dürfen Sie natürlich auch einsetzen. Und textgenerierende Tools auch. Aber letzten Endes, das Video müssen wir dann auch noch selbst machen. Ja, also und macht, glaube ich, auch Spaß. Also wenn ich jetzt so, wenn ich mich so erinnere an die Videos, ich glaube, dass die Kommilitoninnen und Kommilitonen für ihn die Videos gemacht haben, auch Spaß dabei haben. Also insofern Werbung für die Video-Essay, für die Prüfungsform der Zukunft, für diejenigen, die gerne Klausur schreiben wollen, natürlich, ja. Also wir machen das in diesem Semester natürlich auch. Sie haben die Wahl, Sie sind die glücklich. Damit kommen wir zum ja fast zum Abschluss. Das Tutorium stellen wir Ihnen noch vor. Und noch letzte Rechercheempfehlungen. Fragen sind immer wichtig und man kann nicht genug Fragen stellen. So habe ich ja eingestiegen heute Nachmittag. Und natürlich, wenn nicht im Studium, wo sollte man sonst Fragen stellen? Aber nicht jede Frage lohnt es sich zu stellen. Und da nochmal die Werbung für die FAQs in Moodle, gerade in Anbetracht des nicht ganz so kleinen Kurses hier. Also bevor Sie eine Frage an uns stellen, schauen Sie bitte erst nochmal in den FAQs nach. Es gibt darüber hinaus noch die Möglichkeit, ein Etherpad, in dem Sie sich die Fragen selbst beantworten können, zu nutzen. Ich zeige Ihnen gleich, was das ist. Und wenn Sie wollen, machen kleinere Kurse auch, aber warum nicht in der größeren Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe oder eine Klima-Gruppe, was auch immer Sie nutzen wollen. Das Etherpad ist ein Ideenpool und eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ein Etherpad, wenn Sie es noch nicht kennen, der Pad, ist im Prinzip ein Word-Dokument im Netz, mehr ist das nicht, aber auch nicht weniger. Das heißt also, ein URL, eine Webseite, die jede und jeder von Ihnen aufrufen kann und einfach etwas hineinschreiben. Fragen beantworten, Fragen stellen. Und wir nutzen das hier, um eine Tafel im Netz zu haben. Das heißt also, Sie können, wenn Ihnen eine Frage aus den Videos, eine inhaltliche Frage oder eine organisatorische Frage einfällt, können Sie einfach in das Internet aufrufen, können die Frage reinstellen. Jemand anderes aus dem Kurs kann die Frage beantworten und wenn Sie sie nicht beantworten, dann beantwortet sie halt der Tutor oder auch ich. Das ist ein Etherpad, funktioniert ganz gut. Man muss sich nur ein bisschen konzentrieren. Also wenn alle schreiben können, also alle haben Schreiberechte, bedeutet das natürlich auch, dass alle alles löschen können. Also wir haben natürlich regelmäßig Backups, aber es ist natürlich immer nervig, wenn immer ständig irgendwas gelöscht ist. Also bitte vorsichtig beim Reinschreiben, hat im letzten Semester auch immer super geklappt. Und es gab auch schon Gruppen, die das zum Verabreden
für Arbeitsgruppen, für Klausurvorbereitungen und ähnliches. Und jetzt darf ich Ihnen noch eine Person vorstellen, die ich heute schon häufiger erwähnt habe und die Sie wahrscheinlich auch schon gesehen haben hier vorne, aber die sich bisher noch nicht vorstellen konnte. Und deswegen, Herr Bumme, machen Sie das Ganze. Genau, ich bin Nikolaus Bungert und ich bin der besagte Tutor der Veranstaltung. Erstmal zu mir, ich studiere Grundschullehramt im 5. Fachsemester mit den Fächern Deutsch und Sachunterricht mit dem Schwerpunkt Technik. Den meisten von euch oder jeweils ein paar von euch stellt sich die Frage, was ist überhaupt ein Tutor, was macht der, was sind seine Aufgaben? Also wie gesagt, es gibt ein Tutorium, das ich austrage. Ich helfe Herrn Knaus bei der Durchsicht der fakultativen Abgaben, in dem Fall dann die klugen Fragen. Und ich stehe euch zur Hilfe, wenn es irgendwelche Fragen geben sollte hinsichtlich der Organisation der Veranstaltung, aber auch inhaltlicher Natur. Dann würde ich kurz das Tutorium vorstellen. Könnt ihr auch hier nochmal sehen. Wir treffen uns immer, wie ihr den Vorlesungsplan nehmen könnt, mittwochs um 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr während den asynchronen Vorlesungsinhalten in Raum 1349. Und Sinn des Ganzen ist einfach, dass wir nochmal die Vorlesungsinhalte Revue passieren lassen, dass wir bestimmte Inhalte vertiefen können, dass wir eine Möglichkeit haben, eure Fragen zu klären oder dass wir dann zum Beispiel, wenn es neue Forschungsergebnisse gibt, die euch dann vorstellen und da zum Beispiel dann auch, wenn es jetzt hinsichtlich KI-Systeme, da dann auch ein bisschen spezifischer einsteigen können. Wunderbar, vielen Dank. Ja. Und an Herrn Bungert können Sie sich gerne auch wenden. Wir teilen uns das so ein bisschen auf, die möglichen Fragen. Einfach aufgrund dessen, dass der Kurs ja ein bisschen größer ist. Also wenn es organisatorische Fragen gibt, dann am liebsten an Herrn Bungert richten. Vorher aber bitte nochmal in die FAQs schauen, weil ganz viel davon ist bestimmt schon geklärt. Hier nochmal die Mailadresse. Wenn es inhaltliche Fragen gibt, dann können Sie die gerne in der Austauschveranstaltung stellen. Dafür ist die ja da. Das ist der große Vorteil. Sie können natürlich aber auch das Tutorium nutzen, das Herr Bungert gerade erwähnt hat. Und wenn es umfangreichere inhaltliche Fragen gibt, können Sie natürlich auch meine Sprechstunde nutzen oder auch danach, nach jeder Veranstaltung, entweder Herrn Bungert und oder auch mich entsprechend ansprechen. Wenn es doch etwas umfangreicher ist und Sie es vorher schon wissen, allerdings zu Beginn des Semesters ist da immer ganz viel los, das ist der Grund, warum ich diese Ad-Hoc-Sprechstunden anbiete, dann können Sie natürlich auch einen Termin für die Sprechstunde vereinbaren. Spätestens 2 Tage einfach eine Mail senden, am besten gerne ein bisschen weiter im Vorfeld, sagen Sie mir noch, ob Sie einen Online-Termin brauchen oder einen Vor-Ort-Termin, Ihnen lieber ist, wenn ich mich die Sprechstunde im Wechsel an. An dieser Stelle nochmal kurz die Werbung für das, was Sie noch im YouTube-Channel finden. 1-2 Minuten brauche ich noch, aber wir haben es gar nicht. Da finden Sie nämlich jetzt, zum Beispiel könnte es ja sein, dass eine Kommilitonin, ein Kommilitone Sie noch anspricht. Ich habe die heute Vorlesung verpassen müssen, wie kann ich das entsprechend nachholen. Es gibt das Video vom letzten Semester. Das findet Ihre Kommilitonin und Ihr Kommilitone im Netz und kann sich dann entsprechend anschauen. Und dazu werde ich Ihnen diese Präsentation gleich nach der Veranstaltung auch zu dem jeweiligen Termin hochladen. Und in der Kombination aus beiden können dann diejenigen, die heutige Veranstaltung verpasst haben, das entsprechend nachvollziehen. Sie finden ganz unten im Moodle-Kurs finden Sie die Literatur. Die findet man nicht vielleicht auf den ersten Blick. Deswegen weise ich hier nur mal kurz auf Finden, also ergänzende Literatur dazu. Und das, was Sie für nächste Woche, also für übernächstes Treffen, also wenn wir uns hier wieder in der Aula treffen, vorbereiten sollten, das finden Sie entsprechende Link für den Moodle-Kurs, aber natürlich auch direkt in YouTube das Video. Schauen Sie sich bitte an, gegebenenfalls mit der Literatur noch vorbereiten und dann treffen wir uns in der übernächsten Woche wieder hier. Und wenn Sie zwischendrin noch etwas Zeit haben und Interesse an der Medienpädagogik, das hatte ich Ihnen auch schon mal kurz zumindest den Begriff gesagt, Medienpädagogik im Schaukelstuhl, das ist tatsächlich nicht so ernst, wie es hier ist, da stehe ich nicht an einem
Schreibtisch oder sitze an einem Schreibtisch, sondern sitze tatsächlich in einem Schaukelstuhl, den ich von meinem Uropa geerbt habe. Ich hoffe, der hält durch. Der knarzt schon so ein bisschen. Also diejenigen, die Videos kennen, hören das Knarzen vielleicht auch jetzt schon. Und erzähle so ein bisschen über Medienpädagogik, nicht ganz so ernst. Da geht es im Wesentlichen darum, ums Verständnis. Also wer noch Lust auf Medienpädagogik hat, kann sich gerne diese Serie auch anschauen. Bis dahin, für diejenigen, die noch Fragen haben, wir stehen hier noch zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin einen guten Start ins Sommersemester, einen schönen Mittwoch machen kann. Alles Gute, bis bald.